Aus der Perspektive einer transnationalen migrationsgesellschaftlichen Bildung müssen Sie in der Lage sein, nationale Begrenzungen im Denken und Handeln zu überwinden. Das heißt auch, sich eines breiteren Sprachenrepertoires bedienen zu können und das eigene Wissen aus vielen Quellen speisen zu können. Sie müssen in der Lage sein, sich als echte Weltbürgerinnen zu verstehen, die sich analog wie digital verantwortungsbewusst an der Analyse weltgesellschaftlicher Zusammenhänge beteiligen und nach Lösungen globaler Probleme suchen. Aus der Sicht der Politik, aber auch aus der Sicht einer Bildungsstiftung wie der Deutschen Telekom Stiftung benötigen Absolventinnen und Absolventen der Oberstufe natürlich auch Fachwissen, aber immer mehr überfachliche Kompetenzen, Teamgeist, Kooperationsfähigkeit, Beurteilungsvermögen und vor allem Neugier. Sie müssen gelernt haben, wie man lernt. Die Zeiten, dass Lehrerinnen und Lehrer immer mehr wissen als die Schülerinnen und Schüler, die gehören der Vergangenheit an. Und daraus erwachsen Aufgaben, aber auch Chancen für eine neue Gestaltung der Oberstufe. Lehrerinnen und Lehrer werden so immer mehr zu Lernbegleitern. Und der uralte Begriff der Pädagoge als der, der Menschen führt und anleitet, wird wieder ganz modern. Und das wünsche ich den Absolventinnen und Absolventen der Oberstufe jetzt und in Zukunft. Aus der Perspektive des Arbeitsmarktes, auf dem sich junge Abiturientinnen und Abiturienten ja bewegen werden, müssen die jungen Menschen wissen, auf was sie brennen, für was sie sich motivieren können. Sie brauchen Rahmenbedingungen, die ihnen einen gewissen Schutz bieten. Einmal scheitern darf nicht immer scheitern heißen. Sie brauchen Freunde, die ihnen erlauben, ein Selbstwertgefühl aufzubauen, gute Kolleginnen und eine Kultur des offenen, ich könnte fast sagen, respektvollen, aber unverblümten Austauschs. Aus Perspektive von Salesforce, eines der führendsten globalen Technologiekonzerne weltweit, kann ich nur betonen, wie wichtig eine solide Grundausbildung in moderner Technologie ist. Was verstehe ich unter moderner Technologie? Wenn wir uns anschauen, wie sich alle Jobs verändern, dann geht es hin in Nutzen von Informationstechnologie, Nutzen von Daten, Analysieren von Daten und die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz in eine Entscheidungsfindung mit einzubinden. Meine Empfehlung an die Abiturienten ist, fangt lieber heute an, euch mit diesem Thema zu beschäftigen, hört nie auf zu lernen. Das Wichtigste, was ihr macht, ist lernen zu lernen und lernt mit Informationstechnologie, lernt mit Informationen, lernt mit Daten umzugehen. Am besten schon in der Grundschule mit einem Grundkurs, wie ich in sozialen Medien mich bewege und dann beim Schreiben der ersten App. Wir bereiten Abiturientinnen auf Berufe vor, die es noch gar nicht gibt. In einer Welt, in der sie so mächtig sind wie keine Generation vor ihnen, in der sie alle Informationen auf Abruf haben, in der sie ihre Stimme so leicht hörbar machen können wie nie zuvor, in der sie aber auch von Systemen umgeben sind, die sie überwachen und kontrollieren wollen, müssen sie vor allem eins lernen: Handeln. Das heißt, sich Ziele zu setzen und sich Verbündete zu suchen und einen Plan zu machen, wie sie dieses Ziel erreichen. Das brauchen sie für ihren Beruf, aber auch für die Demokratie. Sie müssen lernen, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten, kreativ zu sein und kritisch zu denken und zu hinterfragen. Vor allem aber müssen sie sich selbst nicht als Opfer oder Konsumenten ihrer Gesellschaft zu verstehen, sondern als deren Gestalter. Aus der Perspektive eines Professors, der an einer international orientierten wissenschaftlichen Hochschule forscht und lehrt, ist ein gutes Verständnis für die Stellung Deutschlands im internationalen Ländergefüge eine der zentralen Säulen im persönlichen Bildungs- und Berufsleben. Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und wir profitieren sehr stark vom Austausch mit einer Vielzahl von Ländern. Unsere Unternehmen sind exportorientiert und beliefern Kunden weltweit. Um die Zukunft Deutschlands erfolgreich mitzugestalten, sollten Absolventen daher über Ländergrenzen hinausdenken. Aus der Perspektive des Zukunftslabors eines Weltklasseorchesters wünsche ich mir Abiturientinnen, die ihre Leidenschaften kennen, die in lebendigem Austausch mit ihrem kreativen Unbewussten stehen, ihre Visionen und Träume im wörtlichen Sinne verstehen und die gerüstet sind,
ihre eigene Entwicklung durch Licht und Schatten zu reflektieren und zu steuern. Eine zeitgemäße Oberstufe löst sich aus dem Korsett eines engen Zeitrahmens und eines nahezu ausschließlich auf Deutschland oder Europa ausgerichteten Wissenskanons. Sie ermöglicht ein individuelleres Lerntempo, um unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen in der Migrationsgesellschaft gerecht zu werden. Und sie ermöglicht Schülerinnen, neben Deutsch und Englisch auch solchen Sprachen für das schulische Lernen Geltung zu verschaffen, die nicht den klassischen, ja eigentlich kolonial verbreiteten, sogenannten Weltsprachen angehören. So entlässt die Oberstufe Abiturientinnen in die Welt, die als Lerngemeinschaft wirklich weltweit kommunizieren können. Dabei hilft ihnen, dass sie in einer zeitgemäßen Oberstufe gelernt haben, digitale Tools sach- und zielorientiert sinnvoll zu nutzen. Eine zeitgemäße Oberstufe bereitet Jugendliche auf eine Welt vor, die wir heute noch nicht kennen. Was hilft dabei? Sicher wird diese neue Welt stärker technologisch ausgerichtet sein. Deswegen sind gute Kenntnisse und Methoden in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern wichtig. Dabei kann helfen die Öffnung der Schule. Eine Oberstufe kann und muss sich öffnen zu Partnern außerhalb der Schule, Bibliotheken, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit, dem Sport, Wirtschaft. All das macht dann die Schule zu einem Bildungsökonetzwerk oder zu einem Bildungsökosystem. Und das weitet den Blick für die Zukunft. Und schließlich, alle Wege führen nach Rom. Deswegen finde ich es richtig, dass die Gestaltung einer zeitgemäßen Oberstufe so frei wie möglich ist. Auch frei von Vorgaben der Kultusbürokratie. Wohl aber die Abschlüsse, die müssen verbindlich sein, gerne auch bundesweit. Eine zeitgemäße Oberstufe zeichnet sich dadurch aus, dass die Lernangebote der Opportunity auf dem Markt dienen. Und wenn man sich heute den Markt anguckt, dann spielt halt hauptsächlich Datenanalyse, Informationstechnologie eine Rolle in der Weiterentwicklung eines jeden Jobs. Deswegen wäre mein Vorschlag, die Oberstufe so umzugenerieren, dass wir die Menschen unterstützen, Spaß am Lernen zu haben und nicht irgendwelche Inhalte auswendig zu lernen, sondern sie enablen, kreativ zu werden, Informationstechnologie zu nutzen, um ihre eigenen Ideen umzusetzen. Und das natürlich ganz wichtig für jeden, unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Herkunft, unabhängig von dem gesamten Background, das jemand mitbringt. Man muss nicht studiert haben, um IT zu verstehen. Aber in der Oberstufe sollte man in der Lage sein, seine Ideen in einer App zu programmieren. Eine zeitgemäße Oberstufe ist in erster Linie ein demokratischer Raum, in dem man eigenständiges Handeln anwenden muss. Das ist, was geprüft werden sollte. Und das bedeutet auch, dass sie weitestgehend selbst bestimmen müssen über ihr Lebensumfeld, Schule, aber auch über die Art und Weise, wie sie lernen, was sie lernen, über die Zeiten. Das widerspricht natürlich der Idee des Zentralabiturs. Aber die Idee des Zentralabiturs wiederum widerspricht auch so ein bisschen ja dem eigenständigen Lernen und dem selbstständigen Entwickeln. Es ist notwendig, dass OberstufenschülerInnen nicht nur sich auf Prüfungen vorbereiten, sondern auch in ihre Kommune hineinwirken, dass sie jüngeren SchülerInnen helfen, dass sie sich erfahren und sich vorbereiten auf eine Zeit, in der sie nicht mehr ganz so angeleitet lernen wie in der Schule, aber lernen müssen sie ja weiterhin. Und das bedeutet, die Oberstufe muss sich dahin entwickeln, dass SchülerInnen mehr Freiheiten bekommen, als sie jetzt haben. Eine zeitgemäße Oberstufe sollte daher neben guten Fremdsprachenkenntnissen in jedem Fall einen Blick in fremde Kultur- und Wirtschaftsräume ermöglichen. Eine Möglichkeit dazu sind internationale Projektarbeiten oder auch in verstärktem Maß der Schüleraustausch mit entfernten Ländern. Zeitgemäße Oberstufe ist nicht vorstellbar ohne Kulturprojekte. Die helfen nicht nur den Kopf, sondern auch Körperbewusstsein, Herz und Charakter zu bilden. Hier werden Jugendliche ermutigt, selbst Verantwortung zu nehmen für ihre lebenslange, ganzheitliche Entwicklung, lernen auch als seelischen Prozess zu begreifen und die erforderlichen emotionalen, spirituellen und intellektuellen Kompetenzen
gleichermaßen zu entwickeln.